Guten Morgen, Leute, und herzlich willkommen zu Let's Play Kenia Gothic 4. Mal wieder ein Part of Kenia. Obwohl, ich habe vorproduziert habe ich und ich habe noch ein paar Parts übrig, deshalb wird regelmäßig einer kommen, obwohl ich nicht regelmäßig Kenia aufnehme. Weil ich immer so viele vorproduziert habe. Ja. Und jetzt geht's weiter. Baba. So, sind wir stehen geblieben? Ach, hier. Das erste Haus plündern. Hier ist eine Truhe. Okay, vier Rollen. Ich habe allen Ernstes ohne irgendwelche Witze zu machen, immer gedacht, dass das Klopapierrollen sind. Bis ich erfahren habe, dass ich falsch liege. Oder man steht auf und kommt zu mir. Ich töte das Schwein, der soll doch erstmal gegen mich kämpfen. Soll er machen. Okay. Können wir gegen die kämpfen oder sind die gut? Knecht. Fremder und Markt. Okay. Den können wir wohl nichts groß anfangen. Hier ist ein Portal. Den Feldräuber können wir nochmal durchsuchen. Wir haben jetzt so eine geile Waffe. Zweihandwaffe. Und ja, jetzt geht die Suche weiter. Oh. Blutfliegen. Zack. So, jetzt speichern wir mal hier. Waffe können wir theoretisch. Können wir mal auf herstellen. Alchemie und Essbares. Nahrung, gegrilltes Fleisch. Herstellung erfolgreich. Herstellung erfolgreich herstellen. Okay. Okay. Hier können wir noch ordentlich was herstellen, mache ich jetzt auch. Es ist nämlich verarbeitet. Geringer Mana-Trank. Oh, schön. Dann ist noch ein bisschen was übrig. Jetzt schauen wir mal in unser Inventar. Cool, dass die Waffe können wir dann ja bald verkaufen. Dafür kriegt man ordentlich Geld. Gold. 10 Rüstung, 2 Magie. 20 Rüstung, 2 Ausdauer, die behalten wir. Oh, hier bei Sonstiges ist ganz schön viel. Okay. Nö, die Waffe lassen wir gleich draußen. Hier sind bestimmt irgendwo Viecher. Zack, zack, zack. So. Zack. So. Oh, das sieht nice aus. Oh, hier sind Viech. Ja. Ein Strandstricher. Strandgriecher und Strandgelibber. In dieser Richtung liegen noch die ganzen anderen. Jo. Zu dem hier. So, dann mal weiter. Oh.
Wow. Oh. Das war ja was. Stufenaufstieg. V. BN. Ich weiß immer nicht, für welche Taste. Wofür? Inbrunst. Skill mal das hier mal übelst hoch. Blitzschlag. Oder müssen wir Dominanz bald mal trainieren hier? Änderung akzeptieren. Jetzt haben wir aber beim Feuerball ordentlich was. Das müsste im Inventar unter Schriftstücke. Oh mein Gott. Ist bereits gelernt worden. So können wir Sachen lernen. Hier Feuerpfeil. Rechtsklick zum Löschen, okay. Cool. Ah, dafür benötigen wir Mana mehr, sonst gibt es da gar kein Problem und das lädt sich schnell auf. Nee, ich habe noch nie mit dem Feuerpfeil je gearbeitet, von daher weiß ich das nicht. Dann testen wir es doch gleich mal. Ist hier hinten noch ein Viech? Komm her. Zack. Okay, jetzt wissen wir das ja mit der Mana. Jetzt können wir sie ja mal in Ruhe aufladen lassen. Zack. Gut. Super. Dann geht's hier hoch. Nee. Wie geht's weiter? Ich mache jetzt Rayman Origins. Das neues Projekt, auch ein schönes Projekt. Ah, da vorne ist der Weg, wo es weitergeht. Jetzt haben wir auch wieder volles Mana, dann können wir auch gleich mal so eine. Ich sag weiter in Klopapierrolle, ihr könnt lachen, wie ihr wollt. Finde ich gut, wenn ihr lacht. Aber ich mach's wirklich nicht, um witzig zu sein und so nach dem Motto, keine anderen Ideen witzig zu sein, du wiederholst dich. Ich kann mir den anderen Namen nicht merken. Oder ich sag Rolle. Also ich mache das nicht irgendwie, um jetzt witzig rüberzukommen. Immer wieder derselbe Witz, ne? Nicht, dass ihr das denkt. Jetzt würde ich mal sagen, speichern wir mal. Na, wie sieht's denn hier aus? Wow. Du Scheiße. Geil. Das war ja mal blutig und Action und heftig. Wow. Geil. Das muss ich mir später nochmal mit Zeitlupeneffekt anschauen. Da vorne ist auch eine Höhle. Wenn wir schon auf dem Weg sind, dann übertreibt man es wieder mit gründlich, vor lauter Gründlichkeit. Können wir schon mal im Voraus ein paar Items mehr bekommen. Ein bisschen übertrieben. Vielleicht, dann kommen wir vielleicht über viele Parts, wenn wir jedes Mal so hypergründlich suchen. Aber mir macht es auch einfach Spaß, alles gründlich zu machen. Manche, die, denen ist es so blöde. Die kann ich auch gut verstehen. Aber ich finde es gar nicht so schlimm, weil oft findet man dann Sachen, die einen erfreuen. Okay. Spielstand erfolgreich erstellt. Hier kommen wir nicht hoch, ne? Ne.
die Richtung auch nicht. Kenia kann ich wirklich sehr empfehlen. Was geht denn hier ab? Mein Gott. Die sind nicht sehr stark, glaube ich. Trotzdem, nichtsdestotrotz müssen wir uns Mühe geben. Einer noch. Was sind das denn für Typis? Entschuldigung, dann schickt mich doch raus, aber... nicht gleich so aggro. 9 Gold, naja. Oh, Pfeile. Alles, alles, alles sammeln. Einfach mal so angreifen. Na. Kein Respekt, die Leute. Die ist Truhe verschlossen. Du kannst sie jetzt nicht benutzen. Die können wir aber benutzen. Puh, hat sich doch wieder gelohnt. Und hier auch was. Okay, können wir hier die Schweine irgendwie nehmen oder so? Fleisch. Verschlossen. Schlösser knacken können wir nur noch. Können wir wohl noch nicht. Das war's auch schon mit der Höhle, ne? Ja. Cool. Einmal kurz ins... Uvo. Okay. Super. Hier sieht spannend aus. Hier kommt eine Brücke. Fesseln. So. Oh mein Gott. Mein Gott. Sieht nicht schlecht aus, wo wir hier sind. Muss ich sagen. Ach du Scheiße, eine Brücke. Was es hier noch alles gibt. Also von der Größe der Map finde ich das Game echt Hammer. Zack. Mit Mana war es auch schon wieder knapp. Bald benutze ich auch mal Waffen, die uns Mana bringen. Bis jetzt habe ich die noch nie benutzt und nie gebraucht. Jedenfalls direkt Mana, weil dann habe ich sie für Lebensenergie. Aber ich habe noch nie was benutzt, weil ich Mana benötigte. Was sind das denn für Viecher? Da sind noch ein paar von denen. Zack. Und ein Schlag noch. Hätten wir diese heftige Waffe nicht, hätten wir mit denen echt zu tun. Deswegen, die bringen uns auch ordentlich Erfahrungspunkte. Erfahrungspunkte verzichte ich ungern. Deswegen auch solche vielen Mini-Dinger auf einmal. Selbst wenn die uns nur einen Erfahrungspunkt bringen, hole ich meistens. Um Gottes Willen, ich weiß gar nicht, in welche Richtung zuerst. Aber eigentlich ist es ja am interessantesten, diese Burg. Schade, dass man hier mal nicht schneller gehen kann. Manchmal würde ich echt gerne schneller laufen können. Oder wenigstens in so eine Art Renntaste. Sich einstellen kann. Teleporter wurde aktiviert. Eine neue Teleporterverbindung. Oh, hier geht es aber um 2 Missionspunkte. Hey Jungs, schaut mal.
Dich kenne ich nicht. Woher kommst du und was willst du hier? Ich komme aus Fischir und brauche die Erlaubnis des Barons, zum Silbersee reisen zu dürfen. Ha, da kannst du lange warten. Warum? Der Baron hat keine Zeit für Lappalien. Seine Geschwister, Hertan und Liowin, haben Stjorg an den verfluchten König von Myrtana verraten. An Robar? Ist die Stadt in Gefahr? Wenn wir die Verräter nicht bald dingfest machen, ist sie das. Wir Stuarker werden von den Myrtanern niemals die Knie beugen. Ehre oder Tod? Das höre ich gern. Der verfluchte König hat meine Heimat verwüstet. Hör mal, darf ich trotzdem mein Glück beim Baron versuchen? Vielleicht kann ich helfen. Nun gut, rein in die Stadt mit dir, Fremder. Aber wir behalten dich im Auge. Okay. Ach, das ist eine richtige Stadt. Aber wenn ich mir so recht überlege, weil ich hier diesen Weg noch nicht gemacht habe, es ist ein extrem weiter Weg, das sieht man hier auch in diese Richtung, da gibt's noch ordentlich was zu entdecken. Aber wenn ich mir so recht überlege, es gab noch nie in diesem Game direkt etwa eine Gegend, die unerkundet blieb. Da gab es immer eine Quest, die ich machen musste, um dahin zu gehen. Und hier in der Stadt ist es jetzt schon interessanter. Und ich höre darauf, wo ich lang möchte. Aber dieser Part ist jetzt eh vorbei. Was wir im nächsten Part machen, entscheiden wir dann auch im nächsten Part. Wir speichern einmal kurz. Und damit hoffe ich, es hat euch gefallen. Let's Play Acania Gothic 4, ein weiterer Part. Ciao.